Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch auf dem Kanal Magic Fruit Deal. Wir zocken heute mal wieder eine Runde Call of the Wild, The Nature's Wild, The Hunter. Und ja, ich habe mir überlegt, in der letzten Folge haben wir ein paar Grizzlies gejagt. Da war jetzt nichts Großartiges dabei. Aber ich habe mir überlegt, wir gehen heute mal Rothirsche jagen. Oder was uns halt so vor die Flinte läuft. Und wir haben 6:05 Uhr, das heißt die Trinkzeiten, zum Beispiel hier ist ein Spot ab 5:30 Uhr. Und hier Axeshirsch, Puma. Also hier am See sollte ein bisschen was abgehen und wir gucken einfach mal. Und dann checken wir hier mal so die ganzen Seen ab und schauen mal nach ein paar Rothirschen. Hier ist auch noch ein guter See, da können wir hier uns auf ein Dreibein setzen, 3 Uhr auf diesen Hochsitz und wenn wir hier was geschossen haben, dann gehen wir auf die andere Seite. Das ist eigentlich ganz gut. Und genau hier habe ich den Great One geschossen. Also nicht genau hier, aber hier habe ich den halt gesichtet und den dann hier irgendwo geschossen. Und da gehen wir heute mal zurück an die Stelle. Vielleicht geht der Jagddruck hier ein bisschen weg. Würde ich sagen, ganz am Ende gehen wir nochmal hier hin und dann gucken wir nach dem See hier unten. Gucken wir die oberen nochmal durch. Ja, wir gehen mal runter. Und schauen mal. Also neben dem Dammhirsch ist der Rothirsch schon so auch unter den drei Lieblingstieren von Call of the Wild. Sind einfach so prächtige Exemplare. Sieht einfach zu cool aus, wenn die so ein riesiges Geweih haben. Und auch mit den Great Ones, also dass die das so ein bisschen realistisch gehalten haben, zum Beispiel den Weißwedelhirsch, den gibt's ja als Great One in echt auch. Das ist dann so der non-typical, also nicht typische Weißwedel, der dann irgendwie so sehr, sehr viele Verästungen hat. Und beim Great One Rothirsch, da kann es auch sein, dass er irgendwie sich am Moos oder so absetzt oder er irgendwie durch Bäume läuft und sich dann irgendwie so Efeu festhakt oder so verhakt. Und ist schon ganz cool gemacht. Ich bin gespannt, was meint ihr, welcher Great One kommt als nächstes? Vielleicht so ein Elch oder so, aber da frage ich mich, was man da verändern soll. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir gucken jetzt mal. Ich habe die Uhrzeit umgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob die ein bisschen. Hier ist ein Bedürfnisgebiet für Hirsch, Ziegen, Antilopen. Wir gucken gerade mal. Hier ist erstmal nichts. Auf der gegenüberliegenden Seite auch. Auch erstmal nichts. Okay, da scheint ja gerade so, von dort kommt die Sonne. Ein Axeshirsch schon mal. Mal gucken, vielleicht sind da noch. Das ist ein kleiner. Wir laufen mal ein bisschen in die Richtung. So, da vorne unser erster Rothirsch. Zwar ein kleiner, 5 Mittel. Wir checken mal alles ab. 8 mythisch bis 38. Was haben wir hier? Einen kleinen Axeshirsch. Dreihundertvierzig Meter. Oh, und 7 sehr schwerer. Der ist natürlich auch ganz schön. Ich würde sagen, wir holen uns mal hier den 7 sehr schweren. Oh, 300. 380 Meter.
Hier war noch irgendwas, ne? Ach so, der kleine. Ja, dann holen wir uns den mal. 380 Meter. Ja, das war. Den haben wir nicht gut getroffen. Aber dafür werden wir jetzt den Puma gut treffen. Wo ist er denn da vorne? 316 Meter. Ich konnte das nicht so richtig einschätzen. Ich habe, glaube ich, zu weit auf die Schulter gezielt. Aber den werden wir gut treffen, den mythischen hier. Ja, den haben wir gut getroffen. Ja, ich glaube, der Siebener, der hat auf jeden Fall überlebt. Da haben wir nur das Schulterblatt getroffen. Mal gucken, ob er gestorben ist. Nee, gestorben ist er bis jetzt noch nicht. Wir sammeln mal den Puma ein und gucken dann mal, ob der Rothirsch überlebt hat. Wenn er überlebt hat, dann gehen wir mal an den nächsten See. Aber erstmal gehen wir zum Puma. Gold, 38, ja, stimmt, erst ab 39 fangen die an, Diamant zu sein. Aber schon mal ganz schön. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir am nächsten See. Der gefällt mir eigentlich immer relativ gut für Rothirsche. Vor allem, weil ich hier den Hochsitz habe. Setzen wir uns mal direkt drauf. Können wir eigentlich auch alles gut erkennen. Ich würde sagen, dann holen wir uns mal hier den Doppellunge auf 269 Meter. Silber 165. Am vorletzten Spot angekommen. Vielleicht ist hier mal endlich was etwas Größeres. Weil die ganze Zeit nur so 5er Rothirsch ist natürlich langweilig. Hier haben wir Axishirsche und Rothirsche. Oh, der ist natürlich sehr, sehr viele Rothirschweibchen. Und hier, der ist natürlich schön. Den schnappen wir uns gleich auf jeden Fall. Aber sonst kann ich hier erstmal keinen. Kein anderes Männchen sehen. Gucken wir mal noch ein bisschen hier auf der Seite. Aber auch hier wieder eine 3 sehr leichte. Also wenn ihr Bock auf Zimtenten habt, hier sind auf jeden Fall. Oh, da ist auch noch ein großer. Das könnte sogar ein mythischer sein. Ja. Bis 252. Also hier geht's mit den Rothirschen schon ein bisschen mehr ab. Würde ich sagen, schießen wir die zweimal und sammeln die mal ein. Erstmal hier den da. So, Gold 204.
Mir gefällt das immer hier mit den, mit dem Geweih, wenn die so aussehen wie so zwei Hände. Finde ich eigentlich immer relativ schön, gut getroffen. Und jetzt kümmern wir uns um den mythischen da hinten. Gold 235, gar nicht mal so weit entfernt, aber das Geweih gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Aber mythisch ist mythisch. Wir gehen jetzt zum letzten Spot und der befindet sich genau hier. Hier ist zwar noch ein bisschen Jagddruck, aber das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Da liegt ein Maultierhirsch. Auf der Flucht hier, ja, die haben uns natürlich gehört. Weil wir hier auf den Tripod gestiegen sind. Okay, da ruft schon mal jemand. Oh, der hat auch ein schönes Geweih. Sieben sehr schwer. Ja, der hat sogar ein sehr, sehr schönes Geweih. Wenn er nah genug kommt, dann können wir den hier noch mit dem Bogen schießen. Der ist leider weggerannt. Den konnte ich nicht mehr mit dem Bogen holen. Aber den werden wir jetzt noch mal einsammeln. Gold. Gold. Gefällt mir schon mal sehr das Geweih auf 265 Meter, gut getroffen. Und ja, damit würde ich sagen, Freunde, beenden wir mal das Video. Denn ich habe jetzt schon noch 52 Minuten, nimmt es gerade schon auf und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, kommentiert und liked das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.